Ja, sie ist insofern erfolgreich, dass keine Personenschäden zu beklagen sind. Sicherlich haben wir jetzt hier aufgrund der Situation, dass wir sprengen mussten, weil es sich um einen Langzeitzünder handelte, gewisse Sachschäden angerichtet. Aber auf den ersten Blick ist das relativ gering, was hier an Sachschäden entstanden ist. Die Container sind sicherlich jetzt schrottreif. Ja. Und wenn Sie auf dem Weg hierher konnten Sie sehen, dass ein paar Glasscheiben zersprungen sind an den Gartenhäusern. Das wird jetzt sicherlich in den nächsten Tagen dokumentiert und reguliert. Aber insgesamt ist die Maßnahme trotzdem als Erfolg zu werten. Es war eine britische 5-Zentner-Bombe. Der Langzeitzünder ist ein Zündsystem, was chemisch unterstützt wird und aufgrund des Alterungsprozesses und der Auslösesituation des Zündsystems wissen wir nicht, in welchem genauen Zustand der Zünder sich befindet. Und wir sind in dieser Situation hochempfindlich, sodass wir also hier berührungs- und verlagerungsfrei das Kampfmittel gesprengt haben. Der Gesamteinsatz ist hervorragend gelaufen. Wir haben eine super Unterstützung durch die Feuerwehr, durch das Technische Hilfswerk und alle anderen Hilfskräfte erfahren, sodass wir jetzt, glaube ich, den Tag mit dem Sonnenuntergang erfolgreich beenden können.